ein Hinweis. Mein Dank an die Gemeinschaft. Marjolaine war so. Es wird so aussehen, als hätte er sich im Dienst betrunken. Nicht schlecht für den Anfang. Zu schade, dass wir sonst nichts mehr haben. Im Moment zumindest. Macht schon! Öffnet die Tür! Wer? Jovi Maris? Oh nein, es hieß doch, mir geschieht nichts! Tut mir leid. Ihr habt den falschen Adligen verärgert. Ich gehe nicht zurück. Niemals. Soll mir recht sein. Das ist doch unglaublich! Das ist das Mindeste, was daraus springen soll. Puh. Wie kann man von so miesem Essen nur so schwer werden? Ach komm. Man findet nirgendwo bessere gekochte Innereien als in Pharrell. Wird erledigt. Marjolaine hat dem Kerl wirklich ganz schön übel mitgespielt. Ich frage mich, wie viel Schande er wohl ertragen kann. Neben einem Toten aufzuwachen, wird seine Lage wohl kaum verbessern. Nicht nur, dass er im Dienst umkippt, nein, er hat auch noch äußerst fragwürdige Dinge bei sich. Das ist wirklich eine Schande. Es ist zumindest ein Anfang. Ein Anfang, sagt sie. Marjolaine? Marjolaine! Spiel jetzt nicht mit mir! So macht man das. Oh, meine Schöne. Ganz außer Atem. Und deine Frisur. In Orlais wäre das ein Skandal. Und das liebst du ja. Und genau so willst du mich doch haben, oder? Du denkst also, du weißt alles. Auch welche Strafe mein armer Hauptmann verdient hat. Hättest du ihn gekannt, wärst du noch viel weiter gegangen. Aber genug der Ablenkung. Jetzt habe ich etwas Besonderes im Sinn. Lem? Ja, Marjolaine? Sorge dafür, dass sie alles bekommt, was sie braucht. Wir werden heute Nacht nicht zur Ruhe kommen. Lass mich nicht im Unklaren. Welches Ziel hast du für uns ausgesucht? Alles zu seiner Zeit. Im Moment musst du nur wissen, dass wir uns eine besondere Pause verdient haben, sobald alles erledigt ist. Bereite dich vor und komm dann zu mir zurück. Du wirst nicht lange auf mich warten müssen.
Bist du jetzt bereit, Liliana? Die Nacht schreitet voran und unser Ziel ist äußerst beeindruckend. Mein Können ist alles, was ich brauche, Marjolaine. Ich bin immer bereit. Genau das, meine Schöne, wollte ich hören. Heiliger Stein. Man kann doch nicht nach Denerim kommen, ohne das Anwesen des Aals zu besuchen. Du bist verrückt. Der Aal ist nicht hier und ein Großteil der königlichen Wachen scheint mit irgendwelchen Problemen auf dem Markt beschäftigt zu sein. Unser Auftraggeber möchte einfach nur, dass wir einen Einbruch vortäuschen, um einige belastende Papiere zu hinterlassen. So wird niemand vermuten, dass sie gerade erst hier deponiert wurden. Oder befürchtest du vielleicht, dass du dieser Aufgabe nicht gewachsen bist? Warum hast du mir nicht erzählt, dass das hier unser Ziel ist? Weil ich unbedingt die Bestürzung in deinem Gesicht sehen wollte. Frag die anderen. Es ist einfach zauberhaft. Ha, da muss ich ihr recht geben. Wir teilen uns also auf, um die Wachen voneinander zu trennen und suchen uns dann einen Weg ins Innere? Und platzieren die Papiere so, dass die Diener sie finden können. Und zwar im Schlafzimmer. So wird es schön persönlich. Lass mich nicht warten. Heute Nacht treten wir aus den Schatten. Wir brauchen ein wenig Chaos, um unser wahres Ziel zu verschleiern. Könnten wir das vielleicht tun, ohne eine Spur zu hinterlassen, die direkt zu uns führt? Mhm. Besser ausgebildet war? Und die Uniform war auch viel schicker. Vielleicht Soldaten im Dienste des Aals. Ein Grund mehr, ihre Leichen so loszuwerden, dass niemand sie findet. Sind sie außer Sichtweite. Bist du jetzt glücklich, Sketch? Naja, beruhigt.